Hallo, ich bin jetzt mal wieder in Großhabersdorf hier und ich habe jetzt heute nachgeschaut. Ich habe jetzt 25,2 Kilometer gefahren, habe aber bis hier 28 Kilometer Reichweite habe ich heute verbraucht und bin knapp 26 Kilometer gefahren. Ich hätte einen Kilometer vielleicht weniger gefahren. Oder auch 2 Kilometer weniger, wenn ich nicht ewig lang nach dem Geldautomaten gesucht hätte, weil die sind alle heute ausgefallen. Und jetzt muss ich ein bisschen nochmal, lade ich nochmal. Er sagt mir jetzt gerade 27 Kilometer, 28 Kilometer hätte ich jetzt verfahren. Und 1,5 Stunden, sagt er, ist die Ladezeit. Schauen wir nochmal schnell hier in die App rein. Zack. Was die App hier sagt. Die App sagt mir jetzt, die sagt mir jetzt auch wieder, sagt Restreichweite 47 Kilometer, 1390, Ladezeit 1 Stunde 28. Das heißt also, jetzt lasse ich das Fahrzeug ungefähr, der Optimum ist jetzt, das Ding jetzt 50 Minuten laden zu lassen und dann kann man wieder sicher weiterfahren. Parkplatz ist heute sehr voll, so voll war das sonst nicht. Und einen Haufen haben halt heute sehr dumm überholt, was mir jetzt auffällt. Heute am Sonntag sind lauter so SUV und lauter so Ram, Ford, Mustang, lauter solche riesigen Jeep, die 20, 30 Liter Treibstoff brauchen unterwegs. Man könnte gerade meinen, die Treibstoffpreise sind so niedrig wie noch nie und die Leute fahren immer größere Kübel. Und da wundert man sich dann natürlich schon, was am Sonntag da unterwegs ist, und die überholen im Überholverbot, bei Gegenverkehr sehen gar nichts, dann langt man sich ans Hirn. Die Leute müssten alle mal wieder in die Fahrschule. Und da, oder, also,